Neues Jahr, neue Vorsätze. Ein beliebter Neujahrsvorsatz ist eine gesündere Ernährung. Und da bietet sich aktuell jetzt im Januar die Challenge Veganuary gut an. Und ich möchte jetzt mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Aus Vegan und January setzt sich Veganuary zusammen. Ein einfaches Wortspiel also, das 2014 in Großbritannien ins Leben gerufen wurde. Dahinter steckt eine weltweite Challenge, ganz nach dem Motto, probier's vegan. Eine vegane Ernährung ist eine sehr strenge Form vom vegetarischen, von der vegetarischen Ernährung. Das heißt, hier verzichtet man komplett auf alle tierischen Lebensmittel, also Fleisch, Wurstwaren, aber auch Milchprodukte, Eier, auch solche Sachen wie Honig zum Beispiel werden beim veganen Lebensstil weggelassen. Die Kampagne zielt darauf ab, dass wir jetzt vielleicht nach der Weihnachtsfällerei und in Bayern sind nun mal unsere Traditionsgerichte eher sehr fleischlastig, mal ein bisschen auf tierische Lebensmittel verzichten und vielleicht wieder ein bisschen bewusster auf die gesunde Ernährung achten. Von daher finde ich die Kampagne ganz gut. Man muss aber darauf unterscheiden zwischen einem kurzen Zeitraum, wo man sich mal vegan ernährt, oder ob ich mich lebenslang vegan ernähren möchte. Das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Wie viele Menschen bei uns in Deutschland komplett vegan leben, sei laut Ernährungsexpertin nicht genau bekannt. Die Angaben würden schwanken zwischen 0,1 und 1% der Bevölkerung. Doch jetzt im Januar ernähren sich vermutlich mehr Deutsche vegan. Doch ist es überhaupt machbar, sich von jetzt auf gleich vegan zu ernähren? Und wie groß ist das Angebot an veganen Produkten? Um das herauszufinden, mache ich mich auf den Weg nach Nappburg. Denn hier, mitten in der Oberpfalz, sitzt Europas größter veganer Onlinehandel, die Absolute Vegan Empire GmbH. Hier im AVE-Logistikzentrum werden auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern rund 1600 verschiedene vegane Produkte gelagert. Ja, was haben wir hier? Ich will es versuchen, einfach zu gestalten, von Frühstück über das Mittagessen, über das Abendessen, aber auch der Snackbereich decken wir eigentlich alles ab. Alles, was man täglich letztendlich benötigt, haben wir hier letztendlich vor Ort. Für den Kopf des Unternehmens bedeutet Veganismus Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Tierschutz. Deswegen sei er von der Veganuary-Kampagne begeistert. Ich halte es ja auch für wichtig, weil für mich das Thema ist, wo Leute, die interessiert sind, dort mal versuchen können, 4 Wochen lang letztendlich vegan zu leben. Was passiert da? Wie einfach oder nicht einfach ist es eigentlich? Das ist, glaube ich, so die Hauptchallenge dahinter. Online ist das vegane Angebot mittlerweile also groß. Doch wie sieht es in Supermärkten in der Region aus? Und hierfür bin ich mit dem Geschäftsführer von Edeka Schimmel verabredet in Pfohnstrauß, nämlich mit Marco Schimmel. Mit ihm zusammen schaue ich heute mal den Supermarkt an und check die Lage mal ab. Also Maske auf und los geht's! Der Einkaufskorb ist mit im Gepäck, denn ich will mich natürlich auch selbst mit verschiedenen veganen Produkten eindecken, um mich im Veganuary auszuprobieren. Ob es mir schmecken wird? Oh, rote Beete-Pasta, das finde ich auch interessant. Beim Einkauf fällt mir auf, dass viele von den veganen Ersatzprodukten im Vergleich mit den regulären Produkten deutlich teurer sind. Und mir wird schnell bewusst, es gibt tatsächlich mehr vegane Produkte im Supermarkt als gedacht. Wir versuchen es jetzt auch mal mit veganem Mühlenhack. Hier haben wir noch einen veganen Käse. Da muss ich sagen, da hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass es den gibt. Simply mit Mandeln reinpflanzig. Vegane Genießerscheiben. Schauen wir mal, wie die schmecken. Probieren wir auf jeden Fall auch aus. Vegane Weine. Das hat aber jetzt nichts mit dem Produkt an sich zu tun, sondern mit der Herstellung vom Wein. Also, Sie haben es gehört, es gibt tatsächlich auch vegane Weine. Das höre ich gerade auch zum ersten Mal tatsächlich. Also über das ganze Sortiment gesprochen haben wir ungefähr 2950 vegane Produkte. Die Produkte sind bei uns im Warenwirtschaftssystem als vegan hinterlegt. Das sind Artikel, wo man eigentlich gar nicht als vegan erkennt erstmal. Es gibt vegane Produkte, die tierische Produkte ersetzen, und es gibt von Natur aus vegane Produkte, die man einfach nicht als vegan so auf dem Schirm hat. Ja. Ausgestattet bin ich jetzt für den veganen Januar. Doch bevor ich selbst mit dem Kochen loslege, will ich mir noch ein paar Tipps von jemandem einholen, der sich schon längere Zeit vegan ernährt. Durch meinen Post werde ich glücklicherweise fündig. Kurz darauf bin ich auch schon zu Besuch bei einem Veganerpärchen.
Als erstes bekomme ich gleich mal einen Einblick in den Kühlschrank. Mein erster Eindruck, gesund und vielfältig. Bevor Sandra zur Veganerin wurde, war sie Vegetarierin. Das ist jetzt 2 Jahre her und auch ihren Freund konnte sie vom veganen Lifestyle überzeugen. Ich habe es mir versucht, so einfach wie möglich zu machen und einfach schrittweise umzustellen. Zu Beginn einfach mal daheim kein Fleisch mehr gegessen, dann einfach mal komplett vegetarisch und nach die Milchprodukte und andere tierische Produkte ersetzt oder weggelassen. Was ist für dich schwerer gefallen, also auf Fleisch zu verzichten oder auf die Milchprodukte? Eher auf die Milchprodukte, weil die da doch oft vorkommen, genau. Aber was würdest du so beschreiben? Also wie fühlst du dich? Fühlst du dich dann körperlich auch besser? Fühlst du dich gesünder? Also ich fühle mich deutlich wacher und aktiver. Ich mache viel Sport und da hat sich's einfach gezeigt. Natürlich müsse nicht jeder Mensch vegan leben, so die Meinung der beiden. Sich hingegen über einen kurzen Zeitraum vegan zu ernähren oder aber ein paar Mal die Woche, das würde niemandem schaden. Ganz im Gegenteil. Ihr Tipp an mich? Einfach offen sein und es ausprobieren. Gesagt, getan. Das erste, das ich ausprobiere, ist ein einfaches veganes Frühstück. Ein veganer Joghurt mit Himbeer-Apfelgeschmack und dazu eine Banane. Auch in der Mittagspause gibt's veganes Essen. Was meine Kollegin Sabrina und ich ausprobieren? Vegane Currywurst und eine vegane Brotzeit. Aber ich gebe zu, nicht alles hier ist vegan, denn vegane Backwaren sind gar nicht so leicht zu finden. Natürlich interessiert mich auch, wer sich sonst noch so im Veganuary ausprobiert. Per Zufall stoße ich dabei auf eine Instagram-Seite. Hinter der Seite verbergen sich die Schwestern Theresa und Michaela. Schon einen Tag später darf ich den beiden Kurzzeitveganern beim Backen über die Schultern schauen. Vegane Apfelschnecken soll es geben. Meint ihr, dass ihr es dann auch in Zukunft beibehält, jetzt nach dem veganen Januar quasi, dass ihr das dann trotzdem weiterführt? Ich glaube schon, dass wir einige Sachen übernehmen werden. Zum Beispiel, dass man so pflanzliche Milch als Ersatz nimmt. Das funktioniert ja voll gut bei vielen Backsachen. Also da schmeckt mir da gar nicht den Unterschied. Aber so hundertprozentig vegan werde ich jetzt mit ziemlich großer Sicherheit nicht werden. Warum? Also man muss halt schon schauen, wie man die verschiedenen Rezepte ummünzen kann. Da muss man schon sich auch die Zeit nehmen oder auch die Inhaltsstoffe, dann, wenn man jetzt einkauft, durchgehen oder zum Beispiel beim Bäcker, da ist es auch schwierig. Und ja, da bin ich dann eben schon so bequem, dass ich lieber einmal was nicht Veganes esse. Und der andere Punkt ist auch, dass mir persönlich manche Sachen halt einfach besser schmecken. Also zum Beispiel Butter oder mal so eine normale Milch im Kaffee oder der Käse auf der Pizza. Genau. Oder Fleisch, Fisch, wie schaut es da aus? Ja, da muss ich auch sagen, also ich esse jetzt zwar so nicht, also ich habe jetzt davor eigentlich auch nicht so viel Fleisch gegessen, aber ab und zu gönne ich es mir schon mal. Dann genießt man es halt vielleicht auch mehr, wenn man mal eine Zeit lang verzichtet. Sich im Veganuary auszuprobieren war tatsächlich die Idee ihres Vaters, erzählen Theresa und Michaela. Im Großen und Ganzen kämen die Gerichte auch gut in der ganzen Familie an. Kein Wunder, das Endergebnis des heutigen Backens kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Am nächsten Abend wird's bei mir dann italienisch. Es gibt Pasta mit Bolognese, natürlich vegan. Also im Vergleich mit normaler Bolognese schmeckt es schon anders, aber mit ein paar Gewürzen, Salz und Pfeffer und Paprika habe ich noch dazu getan, ist eigentlich nicht schlecht. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, das sind ja rote Beete-Nudeln, also rote Beete schmecke ich da jetzt eigentlich gar nicht raus. Nach dem Abendessen wird auch noch ein Gläschen vom veganen Wein probiert, absolut empfehlenswert. Die Veganuary Challenge hat mir tatsächlich ein bisschen die Augen geöffnet. Also in dem Sinne, dass ich vielleicht auch offener rangehen sollte an Dinge, die ich jetzt noch nicht kannte. Weil in Sachen veganer Ernährung war ich ja tatsächlich sehr unerfahren, habe aber jetzt durch diese Challenge auch einiges Neues lernen können. Ich habe einiges Neues mitnehmen können, durfte auch in verschiedene Bereiche hineinschnuppern, was auch ganz interessant war. Habe mich auch in der Küche ausprobieren dürfen, also das war auch ganz gut, war auch was Neues. Ich muss zugeben, also mir hat nicht alles geschmeckt, aber es waren auch gewisse Dinge dabei, die ich echt gut fand, also Produkte, die ich vorher nicht kannte und die ich tatsächlich sehr lecker fand, im Vergleich eben mit den normalen Produkten, die ich normalerweise verwende.
Ich gebe aber auch zu, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass ich mich tatsächlich langfristig und komplett vegan ernähre. Aber ich kann auf jeden Fall mitnehmen, dass ich mich zumindest ab und zu vegan ernähre in der Woche. Das schadet mir nicht, das schadet meiner Gesundheit nicht, der Umwelt schadet es auch nicht. Also von dem her war die Challenge tatsächlich positiv für mich und ich kann es jedem ans Herz legen. Probiert es einfach mal selber aus und tut was Gutes für euch.